Husel und ich sind auf völlig verschiedene Schulen gegangen. Ja, das stimmt. Ich auf eine vernünftige Wuselschule und du auf so eine Menschenschule. Ja, aber jetzt bin ich dran. Mhm. Aber du warst doch gerade schon... Nicht quatschen. Du schreibst jetzt 1000-mal auf, Wusel ist super. Was ist denn das für eine Aufgabe? Psst. Ich bin gleich zurück. Ah. Wir haben früher unseren Lehrern ja immer Streiche gespielt. Mal sehen, wie Wusel auf dieses Pupskissen hier reagiert. So. Wusel ist super. 122 Mal. Wusel ist super. 123. Weit bist du ja wohl noch nicht gekommen, was? So. Reingefallen. Na, als ob ich es nicht geahnt hätte. Ich habe dir nämlich auch eins hingelegt. Ein Riesenpupskissen. Tja, wer sich mit Herrn Wusel anlegt, der muss schon mit Besserem kommen. Mhm. Ja, ja. So, weitermachen. Wusel ist super 127. Mhm. Wusel ist super 344. Wusel ist super 412. Wusel ist super 413. Wusel ist super. Wusel. Ich hab dich gewarnt. Du legst dich mit dem Meister an. Meister? Wie unterscheiden sich die Schulen in anderen Ländern von denen, die ihr kennt? In den USA können die Schüler, vor allem die Älteren, zwischen sehr vielen Fächern wählen. Theater spielen, Musik machen, Autos reparieren oder Redekunst. All das gibt es dort nicht nur als freiwilligen Extraunterricht, sondern als richtige Fächer. In den normalen Fächern wie Sprachen, Mathe und Geschichte werden die Schüler natürlich auch unterrichtet. Einige Schulen bieten sogar Babysitting als Fach an. In vielen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien, tragen die Schüler Uniformen. Aber warum? Früher gab es die Uniform nur an besonders guten und teuren Schulen. Jeder sollte schon an den Uniformen sehen, auf was für eine tolle Schule diese Kinder gingen. Heute ist es oft umgekehrt. Die Schüler tragen Uniformen, damit Kinder aus armen Familien nicht benachteiligt werden. Alle Schüler, egal ob arm oder reich, haben dieselben Sachen an. Und niemand wird gemobbt, weil er sich keine coolen Sachen leisten kann. Oh, hallo, da seid ihr ja noch. Wollt ihr noch mehr Videos sehen, ja? Das trifft sich gut, da sind nämlich noch zwei neue für euch. Und wenn ihr Lust habt, dann schreibt mir doch da unten einen Kommentar, wie ihr die Videos findet. Oder was euch sonst noch so einfällt. Oh, da schreibt schon jemand etwas. Hallo Wusel, hast du keine Angst, dass das Dynamit vor dir gleich explodiert? Hm? Oh, Seht ihr, eure Kommentare sind wirklich wichtig für mich.